Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Photoshop Tutorial. Heute werde ich zeigen, wie man einen Blendeneffekt erstellt. Das kennt man wahrscheinlich, wenn man mit der Kamera gegen das Licht fotografiert. Dadurch kommen so kleine Lichtpunkte an den Seiten und das nennt man halt einen sogenannten Linseneffekt, also eine Linsen, eine Reflexion. Gut, um das zu machen, muss man erstmal Photoshop alt ein Bild öffnen. Ich habe jetzt hier eins von Google genommen, weil es halt gerade im Abendlicht ist und das dann gut passt. Weil am helllichten Tag passt dieser Effekt nicht so gut, weil halt diese, das ein bisschen sehr rot ist. Ich zeige das einfach mal. Dazu gehen wir auf Filter, Renderfilter und dann auf Blendeneffekt. Jetzt sehen wir hier. Hier können wir das schon sehen, da ist halt so ein kleiner Punkt, den man hin und her bewegen kann. Könnt ihr den so bewegen, oder so nach rechts, machen wir so. Hier könnte man auch die verschiedenen Objektivarten, also es ist ja mit jedem Objektiv anders. Zum Beispiel haben wir hier ein 50 bis 300, also Normalobjektiv bis Tele. Und hier unter dann verändert sich das Zeichen halt je nachdem, welches Objektiv das ist. Zum Beispiel nur so ein Tele ist halt so ein bisschen heller. Und dann gibt es noch Top-Filme, das sind so die alten Filme, da sind halt solche Gegenlichtstreifen drin. So, wir nehmen jetzt aber wieder das 50 bis 300 mm Zoom und hier können wir die Helligkeit einstellen, also wir können das auch ziemlich hell machen. Kann man auch als Sonne benutzen, muss man dazu sagen. Könnte man auch als Effekt nutzen, ich zeige das mal. So, kommt ein bisschen sehr extrem, als wenn die Welt gerade untergeht. Aber man sieht hier halt schön den Effekt. Hier können wir das ein bisschen so stark machen. Geht das jetzt nochmal zurück hier oder? Geht doch. Jetzt machen wir Filter, Blendenfilter. Natürlich kann man das auch bei anderen Ebenen auch mit Texten und sowas machen. Wir können jetzt auch hier am besten die Sonne nehmen, damit das ein bisschen heller wirkt. Und jetzt haben wir hier die Sonne genommen, wo dieser Gegenblick-Effekt ist. Hier. Das Ganze kann man auch machen. Ich zeige das mal schnell hier. Zack. Machen wir schwarz. Machen einen kleinen Text. In weiß am besten oder so. Und weiß. In der Schriftgröße 270. Hallo. Mal ein bisschen größer. 266. 250. Zack, ein bisschen zurückziehen. Jetzt machen wir Blendeneffekt rein. Dazu können wir das nicht bei der Textebene machen, müssen wir beim Hintergrund machen. Filtereffekte nach da ziehen. Hier sieht man es nämlich am schönsten. So, und das ist natürlich ein schönes Bild. Und das war eigentlich schon mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.